FIFA 21 mit einem neuen Part am Start. Und Penja Zauner möchte unbedingt spielen. Das erlaube ich dem Herrn doch einfach mal. Oh Mist. Scheiße, ich habe drauf gedrückt. Aber ich hoffe, Penja Zauner ist drin im Kader. Kann ich da noch was ändern? Okay, dann müssen wir da mal schauen, ob da vielleicht noch was geht. Jetzt versuchen wir uns hier erstmal als Torwart. Leider sehr schlecht. Das ging gut. Das ging weniger gut. Das nicht. Ja, jetzt wollen sie wahrscheinlich wieder jetzt Sebastian Jakob hervorheben. So, stopp. Haben wir ihn drin? Nein. Dann setze ich ihn die nächsten beiden Male in die Startaufstellung. Derek Ray und Lee Dixon. So, Viktoria Köln schlägt sich ja aktuell sehr gut in der dritten Liga. Also in der richtigen dritten Liga. Und ich meine, die haben auch teilweise, wobei, das kann ich nicht bestätigen, ich sehe wenig Spiele von denen. Aber die haben gestern beispielsweise gegen Duisburg gewonnen. Im Montagabendspiel. Das finde ich sehr beeindruckend. Weil Duisburg hatte ich eigentlich als Aufsteiger vorgesehen. Und jetzt kämpfen die so ein bisschen gegen den Abstieg. Ich meine, die sind finanziell jetzt auch nicht so am besten aufgestellt. Ich glaube, gegen die spielen wir sogar noch. Das Beste ist ja, wenn ich die Aufnahmesession erfülle. Dann werden wir zumindest schon mit der Hinrunde fertig sein, denke ich mal. Das ist in der dritten Liga ein bisschen komplizierter bei 20 Mannschaften. Und dann muss mir auch einfallen, was ich dann in den kommenden Spielen als Videobeschreibung einfüge. Weil ich habe mir so gedacht, gut, da füge ich mal so ein paar Facts ein zu den Vereinen, gegen die wir spielen. Aber wenn wir dann erstmal mit der Hinrunde fertig sind, was mache ich dann in der Rückrunde? Wahrscheinlich setze ich dann wieder auf meine erfundenen Texte. Und ich habe gar nicht gewusst, dass Marcel Risse, Torschütze des Jahres 2017, meine ich, oder 16, hier bei Viktoria Köln spielt. Das ist ja ein Abstieg, ohne der seinesgleichen sucht. Ich meine, der war noch in der Bundesliga, kam dann, glaube ich, nicht mehr zum Einsatz von FC Köln. Und jetzt ist er quasi Bestandteil eines Drittliga-Clubs. Ich meine, muss ja nicht schlechtes heißen. Ich meine, Kevin Großkreutz hat sich auch gemacht in Uerdingen, bis er dann leider nicht mehr Verwendung fand. Weil alles geht halt nun mal zu Ende. Ich meine, Kevin Großkreutz ist auch nicht der angenehmste Spieler, auch wenn er in Darmstadt bisher nur positiv auffiel. Ich habe den auch sehr gefeiert. War eines der wenigen Highlights in der Saison 17-18. Neben dem Last-Minute-Klassenerhalt. Schade. Daneben ein zweites Mal und Tor. Und wer wohl? Jakob. Mir tut seltsamerweise gerade mein Ohr ziemlich weh. Keine Stadionansage. Auch wenn ich glaube, dass es eher nur für Vereine ab der zweiten Liga eingeplant ist, dass es so Durchsagen gibt. Keine Ahnung. Vorsicht, oh mein Gott, jetzt habe ich uns einen Eckball beschert. Ja, man muss sich selbst manchmal das Leben schwer machen. Das ist Business. Und das gehört eher gesagt zum Business dazu. Ich wollte so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber mir fällt aktuell absolut kein Thema ein. Außer, dass dieses Tor relativ schön war.
sollen wir uns vielleicht mal drüber unterhalten, über das Topspiel in der Bundesliga, das ja zugunsten der Bayern entschieden worden ist. Auch gut, es liegt jetzt etwas zurück in der Vergangenheit. Also wirklich, über viel kann ich hier momentan nicht reden. Das ist relativ blöd. Da muss man natürlich auch in Frage stellen, lohnt sich überhaupt FIFA 21 weiter oder FIFA als Let's Play, wenn ich da nichts zu erzählen habe. Und ich kann erwähnen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video bekommt, ich kurz davor bin, meinen nächsten Kurs anzufangen. Da geht es dann um den Fachwirt. Und ja, das ist natürlich immer wieder gut, wenn man vorproduziert hat, weil ich möchte wenigstens meinen Kanal irgendwie aktiv halten. Und das ist FIFA meistens vielleicht nur das einzige Mittel. Weil das lässt sich relativ leicht produzieren, das Let's Play. Es kommt nicht so häufig. Und es wäre ja sowieso abseits gewesen. Ich frage mich generell, wie viele Tore wir denn schon geschossen haben. Insgesamt, das dürfte sich mittlerweile so auf die 50 vielleicht belaufen. Und wir sind noch nicht mal mit der Hälfte der Saison fertig. Also ich darf auch nicht vergessen, dass in der zweiten Liga ein bisschen mehr Druck auf uns zukommt. Wir haben dann den DFB-Pokal, der gespielt werden muss. Oder den wir spielen können. Und das werde ich auch annehmen, weil dann gibt es vielleicht die etwas anspruchsvolleren Gegner. Neben den anspruchsvolleren Gegnern, die es auch schon in der in der zweiten Liga gibt. Weil ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wir aufsteigen werden. Auch wenn ich nicht ausschließen möchte, dass wir den Verein mal wechseln werden, weil andere Perspektiven sind ja durchaus, haben auch ja durchaus was. Mir knurrt schon heftig der Magen. Das habe ich mir überlege, vielleicht, was diese Aufnahmesession angeht, ein bisschen zurückzufahren und stattdessen einfach was zu kochen. Es ist nie gut, so spät zu essen. Das war nicht gut. Okay. Die tun wenigstens was. Aber das hat auch schon... Ja, das kündigt... Das kündigt er jetzt an, aber wenn wir ein Tor schießen, nicht. Das finde ich unfair. Ja, wir sollten mal wechseln. Das wäre nicht schlecht. Ich sollte wirklich die Zeit nutzen zu wechseln. Das mache ich auch am besten jetzt schon mal. Wenn ich bei den Werten jetzt nicht weiß, wenn ich wechseln soll, deswegen warte ich noch ein bisschen ab. Ich hoffe, der Herr Peña zaunert mir nicht allzu sauer. Vorsicht! Wow, das wäre doch fast der Anschlusstreffer gewesen. Auch für die Freunde der fleischlosen Ernährung haben wir natürlich das perfekte Angebot an unseren Imbissständen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Danke. Vegane Würste oder was? Ja, das wäre vielleicht mal so ein Thema. Gibt es schon ziemlich viele vegane Bratwurststände in Deutschland, in deutschen Stadien? Ich glaube nicht. Also im Darmstadt habe ich keine gesehen. Und es gibt einen Elfmeter, oh mein Gott. Drama. Weil wir auch einfach nichts tun. Und sonst wo habe ich auch noch keine gesehen. Wusch. Und da fällt der Anschlusstreffer. Die wehren sich tatsächlich. Und Risse hat das Tor geschossen. Abseits? Ja, tatsächlich. So, können wir jetzt vielleicht mal was wechseln? Es lohnt sich immer noch nicht so sehr. Vorsicht, oh mein Gott, jetzt ist das Momentum aber wirklich auf der an ihrer Seite.
Aber wir fahren auch den einen oder anderen Gang zurück. Das kann nicht euer Ernst sein. Was ist denn jetzt auf einmal los? Was ist denn jetzt auf einmal los? 3 zu 3. Ich glaube, ich spinne. Jetzt müssen wir wirklich mal was tun. Also das ist erschreckend, wie wir das hergeben. Ich meine, jetzt versteht mich nicht, bitte nicht falsch, Leute. Ich reagiere nur nicht so über, weil, oder ich überreagiere nicht, weil selbst mit diesem einen Punkt haben wir immer noch viel in der Hintertür. Übrigens, Spieltermin 7. November, das ist sehr witzig, weil jetzt durchschreitet die Simulation langsam aber sicher die Realität, was die Datumsgrenze angeht. 3 zu 3. Junger Vater. Also normalerweise hätten wir da schon längst 6 zu 0 gespielt. Aber der Gegner setzt uns unter Druck. Wir müssen diesen Druck jetzt standhalten. Nehmen wir einfach mal was dagegen tun, aber jetzt bin ich einfach momentan unkonzentriert. Ich würde ja am liebsten den Gegner loben, aber an sich, oh Gott. Noch können wir das Ruder rumreißen, noch können wir hier gewinnen. Mensch, das ist der Falsche. So. Mensch, warum gehst du da nicht noch mal hin, du? Wir brauchen die Punkte. Klingt zwar blöd aus meinem Mund, aber wir brauchen sie. Ist wichtiger denn eh und je. Durch zwei Elfmeter sogar, du, das ist nicht zu glauben. Mensch. So, das ist unsere allerletzte Chance. Was hat der denn gerade für eine Rückennummer gehabt? Das sah verbuggt aus. Nun ja. So, vielleicht schon die letzte Chance. Es gibt eh nur noch eine einzige Minute Nachspielzeit. Und es dürfte es gewesen sein. Tatsächlich, zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag, lassen wir Punkte liegen. Weil Viktoria Köln eine unfassbar gute Leistung gezeigt hat in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise Elfmeter rausgeholt hat. Aber das bedarf natürlich auch einer gewissen Leistung. Und das ist wahrhaftig blöd gelaufen. Da muss ich mich einfach mal in die Eigenverantwortung nehmen. Und die hat noch deutlich mehr Schüsse. Also ich habe mich nicht so ganz auf das Spiel konzentriert, das seht ihr mal wieder. Weil normalerweise würden wir das klar gewinnen. So, wir bleiben aber natürlich immer noch Erster, auch wenn unser Vorsprung vor dem Halleschen FC nur noch 5 Punkte beträgt. Auf den Relegationsplatz sind 6 Punkte. So, jetzt überspringen wir mal hier das Training, nicht die Tätigkeit. Auch wenn es ja auch eine Tätigkeit ist, also was laber ich eigentlich? Ach, simulieren wir einfach alles, da haben wir doch eh schon alles perfekt. Das brauche ich euch doch nicht mehr zeigen. Aber jetzt ist eh Länderspielpause. Ja, dann spielen wir halt mal die nächste Übung. Und ich muss mal in die Augen reiben. Ich kann das alles nicht so recht glauben, dass wir hier gegen Viktoria Köln... Dass gegen Viktoria Köln unsere Serie reißt. Aus 16 Spielen, die wir gewonnen haben. Der läuft aber auch ein bisschen blöd im Kreis rum. Naja, B, will ich mich damit zufrieden geben. Wir versuchen es einfach nochmal, komm. Der Witz ist ja daran, man kann auch innerhalb schon von einem Kreis schon sehr weit kommen, so wie das ausschaut.
Oder auch nicht. So, grandios. Jetzt noch ein Kreis. So, überragend, das reicht mir jetzt. Danke. Und als nächstes gibt es Torwart überwinden. Nicht gut. Sehr schön. Na, okay. Gut. Na, wieder überladene Steuerung. Ne, wir versuchen es nochmal. Na. What, das gilt schon als Torwart überwinden oder was? Toll, danke, dass er das nicht zählt. Perfekt. Kein Wunder, haben wir das bisher noch nicht geschafft. Oh Mann. Und nochmal. Wenn wir doch schon noch einmal haben. Das gilt als Torwart überwinden? Komm, jetzt haben wir noch eine gute Ausgangssituation. Ja. Kompletter Fail. So, was ist das letzte? Karussell. Eigentlich müsste das doch meine Spezialität sein. Toll, das sage ich so und dann kommt sowas bei raus. Ach komm, wegen ein paar Sekunden oder was? Eigentlich sind das ja die größeren Challenges, größer als die eigentlichen Spiele. So, das hätten wir auf jeden Fall schon mal bestanden. Weil man braucht eben nur D, um zu bestehen, wie in der Schule eben. So, damals wenigstens eine 3. Ja, ich gebe mich damit zufrieden. Fehler machen ja bekanntlich stärker. Ja, nur das mit dem Torwart überwinden, das müssen wir noch mal üben. So, der Rest wird natürlich durchrotiert. Bevor es dann zum Gipfel kommt. Tatsächlich im nächsten Part zum Liga-Gipfel, wo der Hallesche FC Punkte gut machen kann. Ja, sowas aber auch. Ja, da geht's gegen den Hallischen FC. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie.